Yes, wir sind wieder da für euch, jetzt schon mit Teil 5 von Let's Talk und wir haben mal wieder ein spannendes Thema, was wir heute ein bisschen diskutieren wollen und euch natürlich auch animieren wollen, mit in die Diskussion einzusteigen. Und vor allem können jetzt alle BBL-Fans die Ohren spitzen, weil ihr habt es vielleicht schon am Titel gesehen, genau darum geht's. Und zwar ist die BBL-Fankultur, also die der ersten deutschen Easy Credit Basketball-Bundesliga, unsere Basketballkultur. Was sagst du dazu, Sunshine? Ich muss leider enttäuschen, ich würde sagen, nicht wirklich. Und ich will das gar nicht jetzt schlecht machen, sondern die BBL-Fankultur erinnert mich an diese Fußballkultur mit schönen Choreografien und hast du nicht gesehen. Und klar sind wir beide Nerds und wir haben eine ganz andere Beziehung zu dem Sport. Nur wenn ich nach Frankreich fahre oder sei es nach Holland fahre, habe ich nicht das Gefühl, dass diese Leute den Sport nicht kennen, sondern da gibt es diese besagten U's und A's, wenn einer einen Crossover macht und einer einen Alley-oop macht und einer einen coolen Move macht, dann gibt es diese Geschreie. Das ist im deutschen Basketball sehr selten und ich war schon in einigen Stadien und da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass diese Fankultur diesen Sport so versteht, wie ich ihn tue. Was ja auch erstmal nicht schlimm ist, aber es ins ist halt, also ich hab da meine Zweifel dran, dass diese Leute wirklich diesen Basketballsport kennen. Und dann, wenn es dann als Schiri, wenn dann so pfeifen, also wenn dann Schiri pfeift und irgendwas Falsches pfeift und wir das eigentlich relativ sofort verstehen, dann hörst du dir, ey, scheiß Schiri, du Rechtsanwalt, so dieses typische Fußballgelabere, was ja überhaupt nicht ab kann, so. Und also das ist so, wo ich ein Riesenproblem mit habe. Und ich glaube auch, dass auch ein Hauptproblem grundsätzlich ist der BBL selber, dass sie sich nicht wirklich mit der Jugend, mit den jungen Fans auseinandersetzen. Jetzt kannst du sagen, ja, die haben doch Social Media, die haben dies, ja, die haben's. Aber gehen sie damit richtig um? Wissen sie, was sie da machen? Weiß die BBL, wie die Basketball nochmal verbessern können? Ja, also die BBLs Berichterstattung ist super. Also da wissen wir selber, du warst ja selber schon dabei, wie die technisch, wie die versiert sind. Das stimmt eigentlich alles im Grunde, sind alle Voraussetzungen da. Aber das nach außen zu bringen und junge Menschen wie Kobe Björns Fans zum Beispiel nochmal dazu zu bringen, diesen Kanal zu abonnieren oder in die Stadien zu gehen, das fehlt mir total. Das sehe ich nicht in dem Fall. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Okay, das heißt, zum einen, du hast jetzt, glaube ich, so zwei Sachen mindestens angesprochen. Zum einen irgendwie die Fans, die in der Halle sind, dass die dich mehr an Fußballpublikum erinnern, anstatt irgendwie basketballspezifische Leute, die wirklich jetzt, was heißt Ahnung vom Sport, aber die wirklich wegen des Basketballs irgendwie da sind. Und dann die Art und Weise, ich nenne das mal irgendwie, keine Ahnung, Marketingstrategie der BBL, dass man da noch anders zu einem Publikum sprechen könnte, die vielleicht ja den Basketball ein bisschen anders sieht als der, wie er dargestellt wird. Ich glaube zum einen, das ist das Erste, was du irgendwie angesprochen hast, diese Fankultur. Ja, das ist wirklich in Deutschland eine spannende Sache. Es gibt ja auch in manchen Standorten wirklich irgendwie Hardcore-Fans. Ich meine, guck dir die Ulmer an oder guck dir wirklich ja Städte an und irgendwie Märkte an, wo du wirklich so Hardcore-Fans hast. Aber trotzdem, und ich weiß genau, was du meinst, wenn du sagst, das ist so ein bisschen fußballlastig oder es kommt einem so vor, das ist auf jeden Fall tricky. Ich glaube, die Leute, wenn du jetzt andere, wenn du Frankreich ansprichst, wenn du Amerika ansprichst oder solche ja, Länder, wo einfach Basketball mehr gelebt wird von den Leuten. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, was auch dann ganz andere Stimmung herstellt oder der Sport wird anders gesehen, wenn Basketball mehr ist als ich gehe da am Wochenende einmal hin und supporte irgendwie meinen lokalen Verein oder ich lebe wirklich für dieses Spiel oder der hat eine größere Bedeutung in meinem Leben als ja einmal die Woche irgendwo hingehen vielleicht. Absolut. Also wie gesagt, das ist cool, wenn die Choreografien haben und um Gottes Willen, das bringt auch die Stimmung und Defense und all das Ganze, wenn das geschrien wird. Aber wie gesagt, das Gefühl ist halt einfach nicht so und das hat sich auch nicht entwickelt in den letzten Jahren. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt von, dass irgendwie seit 2, 3 Jahren so, das ist seit 20 Jahren so. Immer, also das Gefühl, wenn ich nach Telekom Basketball, nach Telekom gehe zum Beispiel, du gehst dahin und du hast das Gefühl, dass in den letzten 20 Jahren immer die gleichen Leute in diesem Sport, in dieser Halle sind. Und das finde ich halt schade. Der Sport hat sich so dermaßen entwickelt, dass du das Gefühl hast, dass das zwei Parallelwelten sind. Du hast auf der einen Seite die jungen Wilden auf YouTube, auf Insta, die jeden Scheiß feiern, die jeden Crossover, die dich feiern, ja, wie du das alles machst.
und so weiter. Und dann hast du dann diese BBL, die komplett so irgendwie in der Zeit stehen geblieben ist. Und das finde ich halt total scheiße, weil einfach die BBL unfassbar geile Basketballer, das weißt du selber, was da für Baller rumeiern, das ist ja unfassbar teilweise. Ja. Da sind Ja. ja NBA-Spieler auch teilweise dabei, ja. Also zukünftige wahrscheinlich auch. Was meinst du denn? Und hoffentlich gucken uns ein paar von den Leuten zu, die da irgendwie ja vielleicht sogar mal an einem Rad drehen können oder ja mit irgendeinen Einfluss nehmen können, den vielleicht sogar wir mit auf den Weg geben. Was meinst du, wäre ein Weg, genau dieses Publikum, von dem du jetzt sprichst, vielleicht eine jüngere Generation? Ich glaube, jetzt seit einem Jahr ist die BBL ja fast schon dran, mit CBAS Ja. zu arbeiten. Und ich glaube, das geht auf jeden Fall in eine Richtung, in eine richtige Richtung, oder dass sie erkannt haben, okay, wir müssen uns irgendwie ein bisschen dieser jüngeren Zielgruppe öffnen oder annähern, weil da auch, glaube ich, ein unglaubliches Potenzial drin Oh ist. ja. Ich meine, guck dir an, Kobe Bryant irgendwie mit einem Kanal 30.000, mit dem anderen 20.000, Mr. Mike hat 40.000, CBS, da ist schon Potenzial. Und ich glaube, wenn man ein bisschen schaut, ohne es genau zu wissen, sind nicht viele von den Leuten dabei, die irgendwie ein BBL-Team supporten, aber das Basketballinteresse ist trotzdem da. Wie bekommt man jetzt diesen Transfer hin, solche Leute auch in die Halle zu bekommen und ja, zu einem Verein als Fan zu etablieren oder sonst wie einfach nur ein Interesse zu zeigen? Es sind am Ende des Tages sind es die Bilder, die man vermittelt. Also ich finde es ja gut, was sie mit CBS machen und ich supporte das voll. Das ist auf jeden Fall ein super Format. Nur die Frage ist ja, nimm mir die NBA als Liga mal. Klar, die haben mehr Kohle etc. pp. Keine Frage. Aber was macht die NBA denn am besser? Die NBA adaptiert das, was funktioniert. Die NBA hat sich Erzähl mal genommen. kurz für alle Leute, die es nicht wissen, die Story von Nils Wagner von Hoop Mixtape. Also In Kurzfassung. Hoop Mixtape kennt ihr alle und Bordeslive kennt ihr auch viele. So, die sind Kennt. bald. Also Hoop Mixtape und Bordeslive ist eigentlich eine Gruppe, die kennen sich alle untereinander und dann haben sie sich getrennt. So, und die haben halt ihre Basketball-Mixtape der Highschool-Schüler. Also Derrick Rose war im Grunde der erste Hoop Mixtape, bevor YouTube gekommen ist, war Derrick Rose der erste, der viral gegangen ist im Internet früher. In 2006, 2007 fing das alles an. Dann kam YouTube und dann hat Hoop Mixtape all diese ganzen Tapes auf YouTube gebracht und dann sind diese Hoop-Mixtapes entstanden, die heute halt Standard sind. So. Und dann Und hat der Typ hinter Hoop Mixtapes damals war der Nils Wagner. Nils Wagner ist, heißt der junge Mann, hat das dann gegründet und hat das relativ lange gemacht, bevor die NBA auf den Trichter gekommen ist. Und die NBA hat dann 2012 und 2013 ihn dann als Koordinator genommen. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch da arbeitet. Auf jeden Fall. Ich glaube nicht mehr, dass er arbeitet, aber auf jeden Fall viele Mixtapes sind zwischen 2013 und 2018 von ihm entstanden. Sieh dir das Mixtape von Vince Carter an, das ist Nils Wagner Style. Dann kannst du den Slam Dunk Contest in den letzten 20 Jahren, wurde das ist auch Nils Wagner. All diese Videos. Und was haben die gemacht? Haben gemerkt, okay, da ist eine junge Generation, die auf sowas steht, die Spieler feiern und auch auf einmal hat die NBA viel mehr Content rausgebracht, weil auch damals in den 2010, 11er Jahren gab es nicht so viel YouTube-Content, wie es heute ist. Heute ist ja fast jedes Spiel, jedes Highlight. Und das haben sie sich natürlich abgeguckt von ihm und haben ihn auch dazu genommen und haben ihn dazu gebracht, oder hat der NBA dazu gebracht, eine ganz andere Strategie zu führen. Die Strategie der Bilder, der Crossovers. Du hast ja Top 20 Crossovers der Woche, dann hast du Top 10 Dunks, dann hast du, also du hast ja mittlerweile so viel Eigenarten auf YouTube, dass du auf jeden Fall immer Highlights produzieren kannst. Und die Und NBA, das, ja. ja, und das Ding ist, in Deutschland haben wir die Sachen passieren. Es ist nicht so, Natürlich. als wären wir jetzt irgendwie highlightarm, sondern das ist nur, glaube ich, eine Sache von richtig in Szene setzen, einfach den richtigen Twist geben, Leute im Hintergrund haben, die Ahnung haben davon, Szenen, bestimmte Szenen zu picken, die zu arrangieren, in Szene zu setzen. Und ich glaube auch, dass da ein unausgeschöpftes, Oh ja. unangetastetes Potenzial ist, wirklich nochmal wilde Sachen einfach zu machen. Ne? Ja. Deswegen, vielleicht guckt der ein oder andere ja auch zu, liebe BBL, für mehr Ideen und weitere Infos und ja, vor allem dann nachher auch letztendlich, ja, Tuncay Yıldız ist hier, der hat ein Auge für den Sport, kommt gerne auf uns zu, wir helfen euch da gerne weiter. Ne? Na, sicherlich muss man natürlich auch, klar, es ist auch eine technologische Frage. Klar hat die NBA mehr Geld und so weiter, aber nichtsdestotrotz haben die 2013 einfach angefangen. Die haben Wollte ich simpel, gerade sagen, ja. auch vor dieser verrückten Maschinerie, die es jetzt gibt, die einfach alle Dunks aus einem Game ausspuckt, auf einen Knopf drückt, Ja. auch davor ging es ja irgendwie, da mussten dann halt nur Leute irgendwie mit Auge sein, die das Richtig.
die das rausfiltern und irgendwie den Leuten zur Verfügung stellen, nochmal ein bisschen Magic machen, Musik, zwei After Effects und dann ist gut. Und das, wie gesagt, und das kann auf jeden Fall ein Riesenschritt in die Richtung sein, einfach zu zeigen, dass wir in Deutschland einfach auch ein Basketballland sind im Grunde. Die Stadien sind ja auch voll. Also erinnerst du dich noch, als du das Frankfurt-Spiel kommentiert hast, wo dieser eine, ich weiß Braunschweig, nicht, Frankfurt. ja, wo Der junge Holländer oder was das war war er? ein Schwede, glaube ich. Er hatte Clarence. Clarence, ja, Clarence ist er auf jeden Fall. Clarence. Elijah Clarence. Clarence, Junge, Lefty. ja, Lefty. Und das wurde nicht gezeigt. Ja, ein Wir sind paar da Mal alle schon, aus, aber ja, ja, ich aber weiß es schon. wurde nicht Ja. separat gezeigt. So, der Typ hat nur 6 Punkte gemacht und davon waren 3 oder 2 Dunks und davon waren heftige 2 Dunks. Ja, und die Halle ist auseinandergerastet. So. Und dieses Emotionale fehlt halt komplett. So, dieser eine Dunk macht viel her. Ja, das hat einfach dieses Momentum halt. Und das fehlt einem einfach komplett. Ich meine, klar kannst du sagen, ja, vielleicht haben die keine Kohle, um Leute einzustellen, aber da kann mir keiner erzählen. Und ich glaube, diese Kruste muss einfach da raus. Und man muss einfach alle Wege ausschöpfen, die man hat, sei es TikTok, sei es Instagram. Und man muss es auch richtig machen. Also, wenn man den Instagram-Kanal von denen sieht, dann denkst du dir, holla Schwede, denkst du, oh, Junge, Jungs, ey, das ist auch. Gucke ich mir gleich Ja, da mal kannst du dir also die komischen Grafiken, die teilweise da gemacht werden. Ich so, ey, Junge, das ist so. Das ist auch, wie Ja, ist gesagt, das manchmal ist. schon ein bisschen, oldschool. Und das ist halt einfach, das ist halt so schade, weil du genau weißt, hey, da laufen eine Menge Talente rum. Hier, Kilian, wie heißt der, dieser Franzose hier? Da. Kilian aus Ratio Farm. Killian Kilian, Hayes, ja. Kilian Hayes, hey, Lefty, Ja, nur mal so nee. nebenbei. Overtime Frankreich macht wilde Videos mit dem, die gehen viral. Ne? Ja. Deutschland kriegt es vielleicht nicht ganz so auf die Reihe. Ja, und das ist Aber halt ja, das. Ja. was halten wir fest? Zum einen wäre es eine ja, feine Sache, beziehungsweise die Fankultur, die so besteht, da sehen wir, glaube ich, Potenzial, das auszuweiten mit der richtigen Strategie und den richtigen Maßnahmen. Und man könnte sich vielleicht eine neue Basis an Basketballfans sowohl zu Hause auf der Couch für Magenta als auch in den Hallen kreieren, wenn man vielleicht die richtigen Wege geht oder einfach mal neue Dinge ausprobiert. Deswegen an dieser Stelle nochmal gerne eine E-Mail an uns beide, tu@tunjaildis.de oder pg@paulgude.de, wenn ihr mehr zu diesen Ideen erfahren wollt. Gerne natürlich wie immer hier unter dem Video kommentieren, was ihr darüber denkt, Fankultur in der BBL. Vielleicht seid ihr selber Hardcore-Fans, habt das jetzt gesehen und seid empört, dass wir euch als Fußballfans irgendwie markieren. Gerne mal euren Standpunkt vertreten, wie ihr das so wahrnehmt, egal ob als ja, Fan zu Hause oder frischer Fan, sonst wo. Es interessiert uns auf jeden Fall immer eure Meinung. Wir sind natürlich auch immer sehr in unserer Perspektive irgendwie drin. Ansonsten, wir sind offen für neue Themen hier bei Let's Talk. Auf Das jeden war die Fall. 5. Episode. Die 6. kommt bald. Die anderen Videos natürlich auch alle klicken, angucken, Daumen nach oben feiern, abonnieren. Ihr kennt den ganzen Spaß wie immer. Bleibt gesund und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.